So, Leute, willkommen zurück in unserem Unreal-Projekt. Ich habe euch ja in der letzten Folge versprochen, wir holen aus unserem durchaus ansehnlichen Fliesenboden noch mehr raus. Und das wollen wir diese Folge auch tun, aber gleichzeitig werden wir auch mehr auf den Materialeditor eingehen. So, das ist so unser Fußboden bis jetzt, ne? Ach ja, ich will nicht mehr so oft noch sagen, ist mir in der letzten Aufnahme aufgefallen. Das schließen wir mal wieder. Launch complete. So, wir öffnen wieder unser Material, Fliesen. Jetzt nochmal hier zurückzukommen. Metallic, Specular and Roughness. Ich habe ja gesagt, dass Specular, das funktioniert irgendwie nur in Verbindung mit Metallic. Es ist genau umgekehrt. Specular funktioniert nur, wenn unser Objekt nicht metallisch ist, also entweder hier einen Wert von 0 hat oder gar keinen Wert. Das heißt, was wir zuerst tun müssen, ist festlegen, ist unser Material metallisch oder nicht. Ist unser Material metallisch, dann brauchen wir brauche nochmal eine Konstanze, so zur kleinen Info. Ihr könnt auch, wenn ihr könnt auch was vorhanden ist, wenn ihr das nochmal braucht, dann könnt ihr das markieren, STRG und W. Und dann habt ihr es kopiert. Hier ist es nochmal. Ziehen wir uns hier hin. Das heißt, entweder wir haben ein Metall, das ist metallisch und rau. Ja. Dann können wir jetzt sagen, wie metallisch es ist. Es ist extrem metallisch. Und es ist extrem rau. Das ist jetzt ein unrealistisches Material eigentlich. Das gibt es nicht. Oder ja, doch, man könnte sagen, vielleicht Rost. Das applyen wir mal. Ich mache es jetzt mal, damit es nicht so lange dauert, hier drin. Und wir sehen, wir haben einen metallischen Boden, aber der hat irgendwie null Glanz, weil unsere Oberfläche einfach 100% rau ist, wie so ein Kalkstein, sage ich mal. Wenn wir jetzt sagen, unsere Fläche ist 100% metallisch, aber 0% rau, dann haben wir eine perfekt glatte Oberfläche. Dann weiß das Programm automatisch, bam, das muss spiegeln. Eine glatte Oberfläche, die muss spiegeln. Und eine 100% metallische Fläche erst recht. Das heißt, jetzt haben wir quasi perfekt glatte Metallfliesen, die auch spiegeln. Das errechnet die Engine selber. Schaut. Ja, vielleicht hätte ich mal ein Bild machen sollen. Und wir machen das mal am besten hier drin. Genau, unser Material wieder speichern. Und wir sehen, es spiegelt. Ah, doch. Das Licht ist halt irgendwie gerade extremst komisch. Aber wir sehen, unser Boden spiegelt. Ich weiß nicht, warum das jetzt so hässlich ist. Es ist metallisch. Machen wir mal einen Wert von 0,1. Punkt 9. Also ein bisschen angleichen vielleicht. Wir können ja auch mal hier einen kleinen Brush drüber. Huch, direkt in dem Ma Ah, okay. Das Material, was angewählt ist, ist dann wahrscheinlich direkt auch drauf. 20, 20, 20. Nee. 100, 100, 100. Schieben wir mal hier hoch. Nehmen wir das hier drauf. Jetzt ist halt nur die eine Fläche umtexturiert. Ihr müsst halt gucken, dass wenn ihr eine Fläche texturieren wollt, dass die immer so, ihr seht, so explizit angewählt ist. Wenn ihr jetzt einen ganzen Würfel texturieren wollt, wählt die Fläche aus. Seht ihr, jetzt kommen wir hier unten zu, wo ich gesagt habe, das brauchen wir. Select Matching Brush.
Und jetzt sind alle Flächen auf diesem Würfel markiert. Und jetzt sind auch die hier Dings. Jetzt sollten wir hier in der Spiegelung auch was sehen. Hoffe ich. Ja, das sieht doch schon besser aus, ne? Seht ihr? Jetzt haben wir wie so ein Alien-Material schon fast. Genau. So würden wir quasi einen krass metallischen Boden machen, der extrem spiegelt. Hier aus diesem Fenster rauszukommen ist irgendwie mal ein bisschen schwierig. Ich drück da immer Alt und Tab und versuch's dann unten so in der Taskleiste zu schließen. Gehen wir mal auf ein anderes Programm. Na. So, jetzt haben wir es wieder zu. Wenn wir jetzt sagen, unser Material ist nicht metallisch, dann müssen wir können hier Verbindungen löschen, indem wir entweder hier oder hier mit gedrückter Alt-Taste auf den Punkt drücken. Jetzt ist die Verbindung wieder weg. Wenn unser Material nicht metallisch ist, definieren wir es unter zwischen Specular und Roughness. Das heißt, jetzt können wir auch sagen, unser Material ist extrem rau und spiegelt aber auch ganz krass. Ist jetzt wieder das gleiche Prinzip. Apply. Wir können unsere Materialien übrigens auch hier speichern, dann kommt die Meldung beim Launchen nicht. Bild. Mal gucken, ob es hier drin geht. Genau. Jetzt haben wir eine Fläche, die nicht metallisch ist. Eigentlich zwar spiegeln könnte, ne? Wir haben ja den Specular-Wert auf 1 gesetzt, aber dadurch, dass die Fläche wieder Oberfläche wieder ist wie so ein Kalkstein, gibt es da keine Fläche, die spiegeln kann. Also sagen wir, so wenn wir jetzt auf 0, 0,5 gehen, spiegelt es glaube ich immer noch nicht. Ich glaube so erst ab einer Rauheit von unter 0,3 fängt es an zu spiegeln. Aber es macht halt schon mal auch so Glanz und sowas. Jetzt glänzt es schon so. Wenn wir die Rauheit auf 0 oder annähernd 0 setzen, dann sollte es jetzt spiegeln. Komm, wir machen mal ganz 0. Apply. Spiegelt nicht. Hier unser Default-Material, aber
spiegelt das auf einmal nicht. Naja, das war jetzt auch erstmal nur ein bisschen Geplänkel. Wie gesagt, entweder definiert ihr ein Material zwischen, wenn es metallisch ist, zwischen Rauheit und metallisch, dann spiegelt es auf jeden Fall. Oder wenn es nicht metallisch ist, zwischen Spiegeln und Rauheit. So, weil wir wollten ja eigentlich aus unserem Material mehr rausholen. Ja. Passt auf. Wir machen das erstmal wieder so. Wir machen erstmal einen schönen Wert. Hat eine Rauheit von 0,3 unsere Fliese. Und eine Spiegelung von 0,7. Huch. So, jetzt kommen wir zu dem, worauf ich hinaus wollte. Wir machen unseren Fußboden schöner. Und zwar seht ihr jetzt, wenn wir uns das mal genau angucken, hier haben wir verschiedene, ich sag mal, diese Spiegelung, die ist auch in der Fuge, seht ihr das? Aber so eine Fuge, die ist ja eigentlich rau. Und ja, nee, wir fangen anders an. So eine Fuge ist hier in echt, guck mal, das ist alles auf einer Ebene. In echt ist eine Fuge ja ein bisschen tiefer und der Dreck da drauf ist ein bisschen erhöht. Wäre das nicht cool, wenn wir das optisch darstellen könnten? Und das können wir. Okay, es bleibt weiter ein bisschen kompliziert. Erste Mal müssen wir uns unsere Textur kopieren. Einfügen. Die nennen wir jetzt Fliesen normale. Fragt mich nicht, was eine normale ist, aber damit arbeiten wir jetzt und es funktioniert. So. Guckt einfach mal zu, was ich mache und schaut, was passiert. Ich mache mir ein zweites Textursample. Jetzt brauchen wir erstmal auch hier unsere normale im Programm. Ach shit. Und tun das hier bei Texturen einfügen. So, jetzt haben wir einmal Fliesen teilt und einmal Fliesen normale. Die sind bis jetzt noch identisch. Wir laden die Fliesen normale in unser neues Textursample, nicht in das alte. Hier unten rein. Nicht hier. Jetzt ganz wichtig. Hier müssen wir auch auf Normal stellen. Gleichzeitig müssen wir auch hier einmal einen Doppelklick drauf machen. Geht auch hier unten. Und hier von DC Default auf Normal Map stellen. Jetzt sieht das so komisch aus, ja. Aber aus diesen Farbwerten kriegt das Programm Informationen darüber, wie hoch oder wie tief eine Fläche ist. Wir können zum Beispiel sagen, dunkellila ist hoch und helllila ist tief. So, und diese Normalmap, die müssen wir jetzt speichern. Können wir zumachen, brauchen wir nicht mehr. Wird über diese Textur drüber gelegt. Und diese Textur, warum ist das ja alles so weit auseinander? Ah, mit rechtgeklickter Maustaste könnt ihr euch hier umgucken und mit dem Mausrad übrigens zoomen. Machen wir mal alles ein bisschen näher zusammen. Die wird hier drüber gelegt und hier haben wir ja die Koordinaten geändert. Das heißt, die passen jetzt nicht übereinander. Das heißt, die hier braucht die gleichen Koordinaten wie die hier. Also fügen wir diese Koordinaten von 0,5, 0,5 auch auf diese hier ein. Jetzt verbinden wir das von hier
zu normal. Guck mal, wir sehen es schon hier in der Ansicht. Da könnt ihr mit der rechten Maustaste rein und rauszoomen und mit der linken drehen. Guckt, ihr sieht irgendwie so rau aus. Apply. Guck mal, wir sehen es schon in der Voransicht. Hammer, oder? Save. Build. Und ich will es in der schönen Ansicht sehen. Launch. Und wir können es schon sehen. Seht ihr das? Hammer, oder? Wie jetzt die Fugen tatsächlich richtig tiefer erscheinen, der Dreck da drauf ein bisschen höher erscheint und das alles ohne Grafikprogramm. Einfach nur mal hier ein Häkchen umgesetzt, normal, und wir haben so ein krasses Ergebnis. So. Jetzt spiegelt das aber immer noch alles gleichmäßig. Schaut ihr, so eine Fuge, die spiegelt auch. Und das ist nicht realistisch. Machen wir unser Spiel mal wieder zu. So, schaut mal. Wir haben jetzt einen festen, konstanten Wert für unsere Spiegelbarkeit und einen festen, konstanten Wert für unsere Rauheit. Wäre es nicht cool, wenn wir halt sagen könnten, ach, es ist so kompliziert. Leute, guckt so. Die beiden können wir löschen. Und wir schreiben hier oben mal LERP. Dann kommt hier Linear Interpolate. Das könnt ihr auch so ausschreiben, aber LERP funktioniert auch. Es wird noch komplizierter, Leute. Wir klicken uns unsere normale Textur, also unsere, nicht normale, sondern unsere gekachelte Textur mal an. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die bestehen aus verschiedenen Farbwerten. Hier Rot, Grün, Blau, Alpha. Die können wir uns angucken. Guck, hier ist alles an. Wir machen mal Blau und Grün aus. Warum ist es jetzt schwarz-weiß? Ja, weil das ist nur eine Grauansicht, wie viel Rot jetzt hier ist. Da, wo weiß ist, haben wir viel Rot. Da, wo grau ist, haben wir wenig Rot. Oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht genau. Bei Grün ist das gleiche. Ja, guck, Grün haben wir relativ wenig oder viel drin. Oh, guck, hier haben wir, das ist immer allgemeiner dunkler, und im Alpha-Kanal haben wir hier jetzt leider nichts drin. So. Guck mal, klicken wir jetzt mal rot an. Da sehen wir hier, was so irgendwie der Dreck ist. Ist hier irgendwie so gräulich. Und was die Fliese ist, ist so weißlich. Gucken wir mal bei grün. Da haben wir nicht so schöne Kontraste. Es ist ein bisschen weicherer Übergang. Auch nicht schlecht. Bei Blue ist mir zu dunkel. Also ich finde mal, in Rot kriegen wir die deutlichsten Informationen raus. So, das heißt, wir nehmen mal diesen roten Kanal und fügen den hier in den Alpha-Kanal ein. Und hier das hier in die Roughness. Ach ne, eine Dings habe ich zu viel gelöscht. Also eine Konstante wieder hin. Constant. Das haben wir gesagt, eine Spiegelbarkeit von 0,7 war eigentlich viel zu hoch, ne, für die verdreckten Dinger. 0,5. Specular. Und jetzt sagen wir, also hier in unserer Rotansicht, hier wo hell ist, ist ja unser Boden glatter als da, wo dunkel ist.
Und das können wir jetzt mit diesem Lerp unterscheiden. A, Konstanze A ist da, wo weiß ist. Konstanze B ist da, wo schwarz ist. Da haben wir jetzt schon vorgefertigte Werte. Also ich glaube, wir müssen das Ganze mal umdrehen, weil wir wollen ja, dass da, wo weiß ist, spiegelt und da, wo schwarz ist, dreckig ist, nicht spiegelt. So, das machen wir jetzt mal so, in so einem, mit so krassen Werten, dass wir das auch sehen. Drücken Apply. Save. Oh, wow, oder? Seht ihr das, wie das nur noch so punktuell spiegelt? Ne, aber ich glaube, wir müssen den Wert wieder umdrehen. Seht ihr, der Dreck spiegelt und nicht die weißen Stellen. Und die Fugen spiegeln auch. Also wieder 0 und 1. Safe. Jupp. Wunderbar, oder? Das müssen wir mal testen. Wobei, wir machen es gleich richtig. Wie gesagt, das ist jetzt nicht hier 100% Spiegelung, hier also hier 100% Rauheit, hier 0% Rauheit, sondern die sauberen Stellen haben eine Reflexion, eine Rauheit von 0,4. Dann sehen wir hier nichts. Die, wo es dreckig sind, ja, die haben eine Rauheit von 0,8. So, das sind schon mal ein paar passendere Werte. Da müssen wir nicht so oft starten. Geil. Und wir haben 1A Fliesenboden. Schaut euch das mal an. Ah ja, wisst ihr noch so in unserer Textur? Komm. In unserer Textur, das habe ich nicht richtig bearbeitet. Schaut mal, da haben wir hier so eine gelbe Linie. Und das ist wahrscheinlich auch die Linie, die im bei uns im Spiel hier irgendwie auch doch noch spiegelt. Seht ihr, die hier spiegelt nicht, aber die hier spiegelt wieder. Ah ja. Aber wir haben einen Boden. So. Warum aufs X komme ich nicht? Ach, jetzt. So. Ich versuche es nochmal zu erklären, wo es fertig ist. Unser Material ist nicht metallisch, also definieren wir es zwischen Rauheit und Spiegeligkeit. Unsere Farbe ist eine Textur, die wir in der Größe verändert haben. Die Textur, die wir drüber legen, muss selbstverständlich in derselben Größe sein. Würden wir jetzt irgendeine andere Textur nehmen, einfach irgendwas anderes, dann könnte es auch eine andere Größe sein. Aber in unserem Fall, wo Texturen identisch sind, muss die Koordinate auf beide übertragen werden. Die normale machen wir, indem wir unsere normale Textur einmal kopieren, hier reinfügen, hier auf Normalmap stellen, das Ganze speichern und auch hier unten auf Normalmap stellen. Und das verbinden wir dann mit Normal. Und das ist dann dieses Relief in anderen Programmen. Es ist wohl das, was in anderen Programmen ein Relief ist. Haben wir hier ein Relief. Jetzt können wir die Rauheit auch mit einem Lerp, mit einer Konstanze definieren. Ja? Eine Konstanze ist immer ein Wert zwischen 1 und 0. 1 ist 100% spekular, 0 ist 0% spiegelnd. 0,5 ist halt halb spiegelnd, halb nicht. Das gleiche hätten wir mit unserer Roundness machen können. Aber wir haben gesagt, wir haben verschiedene Bereiche, die unterschiedlich rau sind. Also haben wir uns einen Farbkanal gesucht, der diese
Informationen bestmöglich herausfiltert, die wir wollen. Und das war in unserem Fall der rote. Wir könnten das auch mal mit dem grünen machen, dann war das, glaube ich, ein bisschen weicher, ne? Diesmal ist das nur gerechtfertigt, weil es eine Frage war. Apply. Und das sind dann unsere beiden Werte, ja? Da haben wir zwei Konstanzen drin. Wir haben quasi in diesem Lerp zwei Konstanzen, die wir über diesen Alpha-Kanal definieren. Und das ist unsere Rauheit. Das gleiche könnten wir auch mit unserer Spiegelbarkeit machen. Das heißt, wir könnten noch ein Lerp statt einer Konstanze einfügen, diese gleiche Information auch nochmal für die Spiegelung verwenden. Das könnten wir eigentlich auch sogar machen, oder? Lösche es mit entfernen. Markiere den Lerp. STRG und W zum Kopieren. Aber erstmal will ich sehen, wie, na, wie unser. Oh oh. Haben wir gespeichert? Vielleicht weil er keinen Specular-Wert hat. Der Raum ist weg. Eben war er doch noch da. Undo History. Ich habe mir hier aus Versehen gelöscht. Seht ihr es? Delete Actor. Also, wir wollen auch, dass unsere Spiegelbarkeit zwischen zwei Variablen definiert wird und nicht überall gleich spiegelt. Ah, genau, wir wollten uns ja erstmal angucken, wie unser Boden mit dem grünen Kanal aussieht. Kleinen Moment warten. Bisschen feiner, Vielleicht sogar, wenn nicht sogar besser. Können wir so lassen, das lassen wir jetzt auch so. Wir wollen aber noch ein Lerp für die Spiegelung. Spiegelung. Ich glaube, dann nehmen wir einfach. Ne, komm, wir nehmen bei beiden wieder den roten. Ja, hat sich bewährt. Rot, rot. Und wir brauchen hier. Wie schon. Genau, und wie viel. Warte mal. Also B sind die sauberen Teile. Also B, eine Spiegelung von 0,6. Und der Schmutz hat eine Spiegelung von 0,2. So. Und unser Material ist definiert. Apply. Kurz warten. Hier. Boah, ist das geil. So. Noch was? Ja. Naja, und das, was ihr hier seht, ist eigentlich schon so ein Basismaterial. Guckt euch das hier, dieses Video vielleicht auch noch eins, zweimal an, nicht nur einmal, zwei, dreimal. Und versteht das Prinzip hier, weil das ist eine Logik, die, da müsst ihr einfach hintersteigen. Aber wenn ihr das könnt, dann seid ihr auch fit. Ich schließe das mal. Und in den nächsten Videos kümmern wir uns um die Wände. Den können wir löschen. Das sollte dann alles ein bisschen flotter gehen. Jetzt haben wir es ja erklärt bekommen. Und ich möchte auch im nächsten Video einfach mal einen Spiegel machen. Und auch Materialien, die nicht auf einer Textur basieren, sondern einfach nur auf einer Farbe. Dann, das war's für jetzt. Ich glaube, es war eine Menge Input. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.